Verwendung des Navigators in Writer, LibreOffice 7.3. Der Navigator listet alle Kategorien oder Unterkategorien auf, die in einem Dokument enthalten sind, wie zum Beispiel Überschriften, Tabellen, Bilder und so weiter. Navigation im Dokument. Öffnen Sie den Navigator. Springen Sie zu einer Seite des Dokuments, indem Sie die Nummer in das Feld im Navigator eingeben und drücken die Eingabetaste. Bei geöffneter Kategorie können Sie mittels Doppelklick auf ein Element direkt zur Position dieses Elements im Dokument springen. Um den Inhalt nur einer Kategorie zu sehen, markieren Sie diese und klicken auf das Umschaltsymbol Inhalt der Navigationsansicht. In der Dropdown-Liste Navigieren zu können Sie ein Objekt auswählen und dann mit Vorherige und Nächste von einem zum nächsten springen. Merker setzen. Positionieren Sie den Cursor dort, wo Sie einen Merker setzen möchten. Klicken Sie im Navigator auf das Symbol Merker setzen. Um zwischen Merkern zu wechseln, wählen Sie zunächst die Option Merker in der Dropdown-Liste Navigieren zu aus. Klicken Sie dann auf die Symbole Vorheriger Merker oder Nächster Merker.